Hallo und guten Tag zu diesem kleinen Video. Ich möchte mich heute einmal mit dem Thema Sicherung der Einstellung bei einer Fritzbox beschäftigen. Hier in diesem Falle bei einer Fritzbox 7590. Zu dieser Thematik kommen ab und zu mal Fragen. Also hier mal ein kleines Video, wie man das macht. Melden Sie sich bitte dazu einmal auf Ihrer Fritzbox an. Kontrollieren Sie bitte hier rechts oben, ob die erweiterte Ansicht aktiv ist. Das ist hier der Fall. Dann öffnen Sie bitte im Bereich System den Menüpunkt Sicherung. Eine Sicherung der Einstellung ist nur dann möglich, wenn Sie ein Passwort, Kennwort für diese Sicherung vergeben. An dieses Kennwort werden gewisse Anforderungen gestellt, das zeige ich Ihnen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist zum Beispiel ein schwaches Passwort. Das wird nicht akzeptiert. Mit einem A dahinter wird es nicht schöner. Ein Sonderzeichen wie ein Ausrufezeichen hilft auch nichts. Ein Kleinbuchstabe dahinter macht die Sache schon besser. Also es sollte aus Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen bestehen, sonst ist das Passwort für die Fritzbox zu schwach. So, nach der Eingabe des Passwortes klicken Sie hier bitte auf Sichern. So, die Ausführung muss bestätigt werden. Entweder machen Sie das über ein an der Fritzbox angeschlossenes Telefon, Dectphone C5 oder so etwas. Oder Sie bestätigen hier mit einer Fritzbox-Taste, einer beliebigen Taste. Ja, das wäre eigentlich im Prinzip der komplette Sicherungsvorgang. Nach Bestätigung bzw. Eingabe der Nummer auf dem Telefon können Sie die Datei abspeichern und sie dann an einem sicheren Ort verwahren, dass Sie die Einstellung notfalls wieder herstellen können. Das macht in meinen Augen auch durchaus Sinn. Wenn Sie eine Box nicht unbedingt in Standardeinstellung betreiben, ist es möglicherweise etwas kompliziert, die Einstellungen alle wieder zurückzuholen, falls die Box mal auf Werkseinstellungen gestellt wurde, warum auch immer. Ja, das wäre also im Prinzip die Sache mit der Sicherung bei einer Fritzbox. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.